Am 13. Juli wählte der Orden der Minderbrüder seinen neuen Generalminister, den 121. Bruder Massimo Fusarelli wird der obere von mehr als 12.000 Brüdern sein, die über die ganze Welt verstreut sind. Das Programm des Besuchs des syrisch-katholischen Patriarchen Ignatius Josef III. Junan im Heiligen Land, während seines Pastoralbesuchs die Weihe von Bischof Jakob Avram Seemann, Patriarchalvikar in Jerusalem, dem Heiligen Land und Jordanien. Die Basilika des Heiligen Grabes ist ein Ziel für Pilger aus aller Welt, die Jerusalem besuchen. Der 15. Juli ist der Tag, an dem, wie jedes Jahr, der Einweihung der Basilika gedacht wird, die während der Kreuzfahrerzeit im Jahr 1149 stattfand. Der Apotheker galt in der Antike auch als Arzt, der Krankheiten diagnostizierte und Medikamente verabreichte. Die Apotheke des Klosters zum Heiligen Erlöser in Jerusalem versorgte vom 13. Jahrhundert bis 1915 die örtliche Bevölkerung, Christen, Juden und Muslime, medizinisch. Der Orden der Minderbrüder wählte am 13. Juli seinen neuen Generalminister, den 121. Er wird der obere von mehr als 12.000 Brüdern sein, die auf der ganzen Welt verstreut sind. Massimo Fusarelli wurde für das Sexenium 2021-2027 gewählt. Er löst Bruder Michael Anthony Perry aus Indianapolis, USA ab, der am 21. Mai 2015 gewählt wurde. Die Ankündigung erfolgte durch Kardinal João Brás de Avis, Präfekt der Kongregation für die Institute des geweihten Lebens und die Gesellschaften des apostolischen Lebens, der von Papst Franziskus als Kardinaldelegierter für den Vorsitz des OFM-Generalkapitels 2021 bestimmt wurde. Bruder Fusarelli wurde am 30. März 1963 geboren, legte am 30. Juli 1983 die feierliche Profess ab und gehört der Provinz Rom an. Von 2003 bis 2009 war er Generalsekretär für Ausbildung und Studien. Er war Provinzial der Provinz vom heiligen Bonaventura der Minderbrüder in Latium, Abruzzen. Bruder Massimo Fusarelli im Interview mit Bruder Francesco Patton, Kustos des Heiligen Landes. Wir sind bei Bruder Massimo Fusarelli, dem neu gewählten Generalminister des Ordens der Minderbrüder. Das Erste, was wir Sie fragen möchten, ist, was bewegt Sie in Ihrem Herzen nach der Wahl? Das Erste ist eines der Angst und des Schwindels angesichts dessen, was von mir verlangt wird und auch angesichts des Bewusstseins meiner Schwäche, meiner Begrenzung und der Last, die schwer ist. Auf der anderen Seite aber, als die Wahl vollzogen war, das Vertrauen der Brüder und ihre Umarmung, da kam ein Gefühl des Friedens und des Vertrauens über mich und ich hoffe, dass dies als Hingabe auch an den Herrn wächst und auch wissend, dass ich diese Last nicht alleine trage. Ausgehend von der unregistrierten Regel, die jetzt 800 Jahre alt ist, glaube ich, dass die erste Herausforderung darin besteht, die Regel, das heißt das Evangelium und das Leben, zusammenzuhalten und nicht das eine ohne das andere zu bejahen und vom Leben zum Evangelium zurückzukehren. Das bedeutet also auch, mehr Tiefe, mehr Realität zu geben. Was der heilige Franziskus den Geist der Anbetung und der Hingabe nennt, der sich aus dem betenden Hören auf das Evangelium nähert. Und sicherlich besteht eine weitere Herausforderung für uns darin, weiter darin zu wachsen, global zu denken, während wir lokal handeln, jeder in seiner eigenen Wirklichkeit. Das erste Wort, das ich den Brüdern und den Christen und den Menschen, die im Heiligen Land leben, sage, ist: Dank dafür, dass wir dort sind, dass wir bleiben und dass wir als Franziskaner bleiben, wie seit 800 Jahren und vor allem als Christen. Das zweite Wort, das ich sagen möchte, ist ein Wort der Ermutigung, in einer schwierigen Situation zu bleiben. Aber wer im Heiligen Land lebt, ist daran gewöhnt und wird mehr und mehr zu einem Zeichen, wie es der heilige Franz von Assisi wünschte. Ein Zeichen der Begegnung, des Dialogs, Zeichen auch dieser ständigen Präsenz, des Gebetes, des Lobpreises und des Empfangs der Pilger, besonders in den Heiligtümern. Ein drittes Wort ist ein Wort des Dankes und der Ermutigung, den Bildungsauftrag der Kustodie in den Schulen und Pfarreien zu leben.
Ich denke auch an das Studium Biblicum Franziskanum, die Schulen und Kollegs, welche die Kustodie verwaltet. Und dann das vierte Wort, das ich an mich selbst und an den Orden richte. Wir wollen, ich will, dass wir uns weiterhin besonders um das Heilige Land kümmern. Wir wollen es als Orden tun, indem wir die Brüder des Ordens klar einladen und auffordern, eine Zeit ihres Lebens für diese besondere und einzigartige Präsenz herzuschenken. Ich bin davon überzeugt, und das verlangt von uns sicherlich noch mehr Engagement und noch mehr Freude, dort zu sein und diesen Orten weiterhin zu dienen. Das christliche Medienzentrum erinnert an einige Momente des Besuchs von Bruder Michael Perry im Heiligen Land anlässlich des Kongresses der Kommissare und des Gedenkens an den 800. Jahrestag der Ankunft der ersten Franziskaner im Nahen Osten. Die Identität der Kustodie des Heiligen Landes. Ich glaube, dass wir heute in einer Welt mit vielen Veränderungen leben, Veränderungen zum Guten und auch zum Schlechten. Wir haben einige Veränderungen, die uns die Möglichkeit bieten, das Gefühl unserer Identität und Zugehörigkeit zu vertiefen und auch die Orientierung für die Zukunft. Und das berührt die Kustodie in diesem Moment. Ihre eigene Identität, die eine evangelische, charismatische, franziskanische Identität ist. In den großen Herausforderungen fürchtet euch nicht, Gott ist mit euch. Ich glaube, dass der Fortbestand der Minderbrüder eine Herausforderung für alle ist und dass dies vor allem unsere Berufung im heutigen Syrien ist, zu zeigen, dass Gott sein Volk nicht verlassen hat. Der 800. Jahrestag der Friedenspilgerschaft des heiligen Franziskus nach Ägypten. Gebetstag für das Heilige Land, Oase des Friedens und der Hoffnung. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass diese Mission mehrmals von verschiedenen Päpsten erneuert wurde. Aber noch wichtiger ist es, sich daran zu erinnern, dass die Orte immer der ganzen Menschheit etwas zu sagen haben. Ja, ripeto, ringraziere tutti, fatti in servizio, commissariati. Ich danke nochmals allen Brüdern, die in den Kommissariaten dienen und allen Brüdern, die im Heiligen Land dienen. Wisst, dass ihr nicht allein seid. Der ganze Orden ist anwesend und betet mit euch. Wir sind zusammen und Christus ist gegenwärtig. Danken wir Gott auch in dieser schwierigen Zeit für seine Liebe und Gegenwart in unserem Leben und in unserer Welt. Die Kirche St. Thomas der Apostel in Jerusalem war die erste Station des apostolischen und pastoralen Besuchs von Ignatius Joseph III. Junan, Patriarch der syrisch-katholischen Kirche von Antiochien, Leiter der syrisch-katholischen Gemeinde, begleitet vom Erzbischof von Bagdad, Afram Youssef Aba, und Monsignore Habib Murad, Generalkurator des Patriarchats und Sekretär des syrisch-katholischen Patriarchats. Ich bin heute als Patriarch gekommen, um zu verkünden, dass jeder Christ das Recht hat, zu kommen und eine Pilgerreise in dieses heilige Land zu machen. Ich habe die Herausforderungen und Sorgen, unter denen die Menschen in diesem Land leiden, erlebt und sie haben mich berührt. Wir müssen im Land unserer Großeltern verwurzelt bleiben. Wir müssen die Herausforderungen und Bedrängnisse annehmen, um wahre Zeugen des auferstandenen Herrn zu bleiben, der versprochen hat, bei uns zu bleiben. Am folgenden Tag leitete Patriarch Junan die feierliche Liturgie und die Weihe von Erzbischof Jakob Afram Seemann, Patriarchalvikar in Jerusalem im Heiligen Land und Jordanien. Ich danke unserem Herrn Jesus Christus, dass er mich in das Heilige Land geführt hat. Ich betrachte meinen Besuch hier als eine göttliche Fügung. Ich hoffe, dass ich den Erwartungen der Menschen gerecht werden kann. Ich werde mein Bestes tun, um an ihrer Seite zu sein, ihre Sorgen und Nöte anzuhören und sie meine Liebe und die Liebe, Fürsorge und Zärtlichkeit der Kirche, die Mutter und Lehrerin für sie ist, spüren zu lassen.
وحنان الكنيسة عليهم. الكنيسة هي أم ومعلمة. Der Besuch des syrisch-katholischen Patriarchen Yunan beinhaltete Treffen mit Kirchenführern, bei denen ihre Rolle bei der Bewahrung der lebendigen Steine und des christlichen Erbes im Heiligen Land betont wurde. Die Treffen hatten einen brüderlichen und ökumenischen, einenden Charakter, weil wir alle eine Kirche in Christus sind. Wir sind Brüder und Schwestern, denn wir sind auf den Namen der heiligen Dreifaltigkeit getauft. ما دمنا معمدين باسم الثالوث الأقدس نحن أخوة وأخوات. In Abstimmung mit dem Präsidialkomitee für kirchliche Angelegenheiten empfing Mahmoud Abbas, Präsident des Staates Palästina, Patriarch Yunan, der die Bemühungen von Präsident Abbas zur Förderung von Versöhnung, Brüderlichkeit und Koexistenz lobte, in der Hoffnung, dass sich der Frieden im Nahen Osten durchsetzen wird. Die Basilika des Heiligen Grabes ist ein Ziel für alle christlichen Pilger, die Jerusalem besuchen. Jeden Tag um 5 Uhr morgens öffnen die drei Gemeinden, die für die heilige Stätte zuständig sind, ihre Türen. Die Basilika vereint die Orte, die mit dem Tod und der Auferstehung Jesu verbunden sind, und sie betont die Einheit der beiden Mysterien. Innerhalb der Basilika befindet sich die Stelle des Heiligen Grabes, in dem der Leichnam Jesu von der Grablegung bis zur Auferstehung lag. Eine lange Geschichte von den ersten Christen bis zum heutigen Tag. Jedes Jahr am 15. Juli wird der Einweihung der Basilika gedacht, die während der Kreuzfahrerzeit im Jahr 1149 stattfand. Bruder Dobromir Jastal, Vikar der Kustodie des Heiligen Landes, leitete die Feier zusammen mit den Brüdern der Kustodie. In seiner Predigt erinnerte Bruder Dobromir an die Rede des Apostels Paulus über das Todesurteil und die Auferstehung Jesu. Sie baten Pilatus, dass er getötet werde, obwohl sie keinen Grund fanden, ihn zum Tode zu verurteilen. Als sie alles erfüllt hatten, was über ihn geschrieben worden war, nahmen sie ihn vom Kreuz ab und legten ihn in das Grab. Aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Die biblischen Texte erzählen diese Episoden und weisen darauf hin, dass es Zeugen für das Geschehen gab. Zeugnisse, welche die Jahrhunderte überdauert haben bis in unsere Zeit. Questo luogo è l'unico nel suo genere per tutta la cristianità. Es ist der Ort, an dem wir dem lebendigen, auferstandenen Jesus begegnen, um aus dieser Begegnung heraus unseren Glauben zu stärken. Da questo incontro a rafforzare la nostra fede. Bruder Jastal betont die Notwendigkeit des christlichen Zeugnisses. Quando diventiamo capaci a incarnare e poi anche trasmettere verso gli altri. Wenn wir fähig werden, die Gesinnung Christi zu verkörpern und dann auch an andere weiterzugeben, dann reicht es nicht aus, das Böse, das wir sehen, anzuprangern. Es reicht nicht aus, die Schäden, die Kriege und all die negativen Tatsachen anzuprangern. Wichtig ist, dass wir lernen, zu vergeben, zu lieben, alles abzulehnen, was man das Böse nennt, alles, was zum Krieg führt und den Frieden zerstört. Rifiutare tutto ciò che si chiama male, tutto ciò che porta alla guerra, che distrugge la pace. Die franziskanische Präsenz in den Heiligtümern des Heiligen Landes und die Erwartung der Ankunft von Pilgern. Die Franziskaner haben, wie auch betont wurde, eine Sendung erhalten, die heiligen Stätten zu bewachen, an diesen Orten zu beten, für alle zu beten, für die Einheimischen und auch für die ganze Menschheit. Sicherlich gibt es Ereignisse und Tatsachen, die die Ankunft der Pilger verhindern. Aber indem wir hier beten, bleiben wir mit den Pilgern im Gebet verbunden, aber auch in der Hoffnung, dass sie bald zurückkehren können, um eine persönliche Erfahrung der Begegnung mit dem auferstandenen Jesus hier an diesem Ort zu machen. Presto potranno ritornare per avere la personale esperienza dell'incontro di Gesù risorto qui in questo luogo. Die Franziskaner sind als Ordensleute dazu da, Seelen zu heilen. Es ist wichtig, eine gesunde Seele in einem gesunden Körper zu haben.
Es war schon immer wichtig für die Brüder, die Menschen in diesem Land zu heilen. Denn in der Vergangenheit, während des Osmanischen Reiches und davor, während der Mamelukenzeit, gab es keine oder nur sehr wenige Ärzte. L'époque Mamelouk. Die Geschichte des Franziskanerordens im Heiligen Land bewahrt die Erinnerung an die vielen Brüder, die ihr Leben opferten, um den Menschen nahe zu sein. Die Apotheke des Klosters zum Heiligen Erlöser im Herzen der Altstadt von Jerusalem ist seit Beginn des 13. Jahrhunderts ein Ort der Krankenpflege. Wir können dieses Gemälde des italienischen Malers Paolo Gaetano bewundern, das aus dem Jahr 1898 stammt. Wir können sehen, wie sich die Brüder um die Menschen kümmern. Wenn wir heute an die Coronavirus-Pandemie denken, die uns heimsucht, müssen wir uns auch an all die anderen Epidemien erinnern, wie zum Beispiel die Pest, die sich über die Jahrhunderte in Jerusalem ausgebreitet haben. Die Apotheke von San Salvatore war bis 1915 in Betrieb und in ihrem Inneren befanden sich mehr als 400 Behälter mit verschiedenen Arten von Medikamenten, die für die Behandlung der lokalen Bevölkerung verwendet wurden. Christen, Juden und Muslime. Es gab viele Kranke, die auf der Suche nach einer Behandlung von außerhalb der Stadt in die Apotheke kamen. Des œuvres d'art très importantes au niveau du patrimoine mondial, il n'y a que trois pharmacies. Diese Kunstwerke sind sehr wichtig für das Welterbe im Zusammenhang mit der Geschichte der Medizin. Es gibt nur drei vollständige Apotheken auf der Welt, die aus dieser Zeit stammen. Für uns ist es wichtig zu bezeugen, dass die Franziskaner vergangener Jahrhunderte, wie auch die Kirche von Jerusalem heute, eine Brücke zwischen den Gemeinschaften bleiben. Eine Brücke zwischen Christen, Juden und Muslimen. In den Regalen der Bibliothek der Kustodie des Heiligen Landes werden die neuesten medizinischen Entdeckungen dieser Zeit aufbewahrt. Bien des livres sont conservés ici depuis le 15e siècle. Seit dem 15. Jahrhundert werden hier Bücher aufbewahrt. Darunter finden wir eine Sammlung von 1300 medizinischen Büchern und darunter zwei sehr alte Werke. Das erste stammt aus dem Jahr 1626 und ist auf Spanisch. Und im Inneren sind die Embleme des Königreichs Spanien zu sehen. Das zweite, ältere, stammt aus dem Jahr 1604 und ist auf Italienisch. Ici, un deuxième livre qui est le plus ancien livre de médecine. Donc nous voyons ici 1604, ein Livre in Italien. Die Apotheke des Klosters San Salvatore, der eine eigene Abteilung innerhalb des Terra Sancta Museums gewidmet sein wird, ist ein fundamentaler Teil der franziskanischen Präsenz und ein wichtiger Bezugspunkt für die christlichen Wurzeln im Heiligen Land. Cette pharmacie a été fermée car au 20e siècle nous ne. Diese Apotheke wurde im 20. Jahrhundert geschlossen, weil die Menschen nicht mehr mit Pflanzen, sondern mit Stichen und Eingriffen behandelt wurden. Aus diesem Grund begannen die Franziskaner mit den Schwestern vom Heiligen Josef zusammenzuarbeiten und eröffneten eine Reihe von Krankenhäusern in Jerusalem. En fait, les frères ont collaboré avec les sœurs de Saint-Joseph qui vont ouvrir des hôpitaux ici à Jérusalem. Le musée. Das Terra Sancta Museum wird die Rolle der Kirche bei der Verwirklichung des Guten für alle Menschen hervorheben.